Jetzt gilt es nicht nur Dr. Seward zu rächen, sondern auch noch Hopkins, der sich bis zu seinem Tode, beziehungsweise kurz vor seinem Tode, doch noch als ein Ehrenmann und als ein Kämpfer für die Gerechtigkeit erwiesen hat. Er hat sich für uns geopfert und hier schnappen uns jetzt denjenigen, der dafür verantwortlich ist, dass er sich opfern musste. Die Frage ist nur, wie? Dafür müssen wir... Was? Hat da jemand was gesagt? Nee. Dafür müssen wir irgendwie in diese Tür hinein. Ich kann jetzt also auch wieder zurückfahren. Im Bergfried. Da soll sich irgendetwas befinden. Ja, wir können jetzt hier auch nichts weiter machen. So eine Tür lässt sich eigentlich dann immer erst öffnen, wenn es einen Mechanismus oder sowas gibt. Und da wir zurück können, vermute ich, dass wir das auch müssen. Ah, jetzt können wir nicht mehr. Wir können die Leiter nehmen. Alles klar. Nur was bringt die Leiter? Hier können wir nicht lang. Wo muss die hin? Merkwürdig. Habe ich die noch ausgewählt? Ja. Kann ich die... Ne? Vampir sicher? Auch nicht. Okay, aber ich kann doch hier nirgendwo hin. Die muss ja hier irgendwo hingehören. Wo gehört die Leiter hin? Alles müssen wir wieder absuchen. Hopkins, weißt du's? Nicht mehr, ne? Was machen wir da mit der Leiter? Gibt's da denn sonst noch irgendwas? Ah! Hopp. Und... Hä? Er macht da auf? Ach, hier! Zack! Wunderbar, jetzt sind wir auf der Seilbahn. Und können jetzt was? Nöscht. Doch, da hochklettern. Alles klar. Gut. Jetzt aber Vorsicht. Freunde der Nacht. So, hier gibt es irgendwie sehr viel Dunkel. Jetzt ist die Tür offen. Oder sieht das nur so aus? Was gibt es denn jetzt hier? Man muss so wild mit der Maus rumfahren, das tut mir leid, aber ich muss die Spots treffen. Ah, da. Wobei. Wobei. Zwei, drei, so viel? Wo sind sie? Ich speichere kurz. Und zwar über den ersten Spielstand, den brauchen wir nicht mehr. So. So, jetzt muss ich hier mit Sicherheit mich irgendwie verteidigen. Hier. Okay, hier muss ich was mitmachen. Mit der Stange weghebeln, um den Weg zu versperren. Jawohl. Erwischt. Prima. Gut, jetzt haben wir genug Zeit, uns in Ruhe umzuschauen hier oben. Also so nach ein bisschen Spielzeit, die wir ja jetzt nur miteinander hier verbracht haben, das Spiel und ihr und ich, erkennt man das Schema, wie man hier die Dinge zu lösen hat. Das macht einen tierischen Spaß. Gerade im Moment habe ich echt viel Spaß an diesem Spiel. Ich nehme hier quasi auch ohne Unterlass auf. Momentan. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, die Rätsel sind auch deutlich leichter, als es die Rätsel in Dracula 3 waren. Bisher, die einzigen Stellen, an denen wir ein bisschen gehangen haben, das waren ja im Prinzip diejenigen, wo wir einen Spot einfach suchen mussten, ja. Wo wir einen gewissen Punkt suchen mussten,
den wir partout nicht gefunden haben. Das waren die Hänger. Also es hing nicht an den Rätseln. Die haben wir bisher immer lösen können. So, und was gibt's jetzt hier? Hier gibt's mal grob einen Stein. Und eine Holzplanke. Holz und ein Stein. Und Steine und auch ein bisschen Holz gibt es hier. Ansonsten gibt es hier absolut nichts. Gut. Schlecht. Ich habe noch einen... Ach, das ist der Schlüssel für die letzte Zufluchtsstätte. Okay, alles klar. Hier oben können wir jetzt gerade scheinbar nicht allzu viel anrichten. Würde ich sagen, gehen wir mal hier unten hin. Schauen mal, ob wir die Vampirjungs plündern können, beziehungsweise... Ein Kreuz. Den finalen Schlag versetzen, falls sie denn dann noch aufstehen. Hier ist eine Planke, das ist gut. Die können wir nicht nehmen. Wieso? Erstmal egal. Wir schauen uns weiter um. Eine Kanone. Hä? Was ist denn das? Brauche ich hier was, was ich mit der... Hä? Muss ich die Kanone laden und dann abfeuern? Das sieht danach aus, ne? Also, weiß nicht, Sprengpulver, eine Lunte und vielleicht noch eine Kugel. Da hätten wir eine... Was ist das? Das ist ein Eimer. Gut, jetzt haben wir einen Eimer und jetzt haben wir eine Planke und wir müssen eine Kanone anfeuern. Kanone, Kanone. Ich weiß, es ist blöde. Gut, eine Holzplanke, die hier nicht hin will. Dann will die oben hin. Da steht ja noch eine Kanone. So. Ja, sehr gut. Zack. Was können wir hier abholen? Eine Kanonenkugel. Eine Kanonenkugel. So. Diese Planke hier, die will wieder mit. Das ist gut. Hier könnten wir jetzt vielleicht mit dem Eimer was abschöpfen. Hä? Achso, ein Eimer voll Schnee. Okay. Warum auch immer wir einen Eimer voll mit Schnee benötigen. So, so. Und hier kann ich sie auch nicht mitnehmen. Vielleicht ist das so die Ersatzplanke. Keine Ahnung, vielleicht geht die hier noch kaputt. Gut, die Kanonenkugel haben wir. Die legen wir mal hier rein. Wo ist sie? Da. Können wir nicht. Schnee. Warum braucht man für eine Kanone einen Eimer mit Schnee? Kennt ihr euch aus mit Kanonen? Ich tue es definitiv nicht. So, was brauchen wir denn noch? Eine Lunte? Vielleicht zum Kühlen? Vielleicht soll ich den Schnee wegschießen? Fernrohr? Zum Zielen? Eine Harpune? Die Pfeile kann ich ihm nicht geben. Die kann ich nur hier verwenden. Das Ding hier kann ich auch nicht. Stange? Nee. Nee, kann ich alles nicht benutzen. Komme ich jetzt hier mit dem Brett rüber? Nee. Merkwürdig. Warum kann ich denn diese Planke nicht nehmen? Muss ich die erst loshebeln? Strange, strange, strange. Haben wir noch irgendetwas übersehen hier? Hier ist noch ein Haufen Schnee. Den kann ich mir aber nicht anschauen. Was ist das? Das ist ein Drache, so wie es aussieht. Gibt's hier etwas? Nein. Hier hinten vielleicht noch? Wo ist denn die Bodenluke? Da komme ich aber auch nicht mehr runter. Okay, also es muss irgendetwas hier Verborgenes sein. Kann ich noch irgendetwas mit dem Schnee benutzen? Huch. Ne, jetzt habe ich auch kein Symbol mehr. Alles klar. Der Eimer mit Schnee. Hier gibt's Kühe. Hört ihr das? Was zur Hölle war das? Hier, ich hab's gesehen.
eine Flagge. Und Holzscheite, genau. Wahrscheinlich zum Anfeuern. Holzscheit, Holzscheit. Ja, blöder Gag. So. Jetzt probieren wir die Holzscheite mit der Kanone. Huch. Wo sind sie da? Ne, die brauche ich hier nicht. Ach, das kann ich vielleicht als Brücke verwenden. So. Nicht? Die Fahne an die... Eine Fahne an die Kanone? Schieße ich jetzt in einmal Schnee und eine Fahne darüber? Oh Mann. Erstmal die Kanone. Entschuldigt bitte das Gewusel. Meine Frau ist etwas umtriebig heute. Und jetzt? Jetzt habe ich da Zeug da drin. Und was soll ich jetzt machen? Gibt sie... Ah! Jetzt muss ich da... Ja, was muss ich denn da? Hebeln? Nein. Ich weiß ja noch nicht mal, wozu ich die blöde Kanone abfeuern soll. Aber gut, es wird seinen Sinn haben. Und hier können wir definitiv etwas benutzen. Aber nicht diese Holzplanke, die Spritze. Die Stange haben wir versucht. Das Medaillon nutzt nichts. Ich brauche wieder irgendwas, was brennt. Sehr gut. Jawohl. Boah. Ach du Schande. Aber mittendurch. Jetzt nimmt er auch die Holzplanke. Wir brauchen noch mehr Holz. Jetzt können wir mit Sicherheit die zweite Planke nehmen. Vielleicht war ihm das einfach zu schwer. Zwei Holzplanken mit sich rumzutragen. Ein Stapelbretter geht, aber eine zweite Holzplanke ist natürlich auch echt hart. So. Noch eine? Wo soll ich denn jetzt noch eine herkriegen? Ach, Leute, ihr macht es mir aber auch nicht einfach. Ich habe jetzt keine mehr gesehen. Vielleicht kann ich jetzt hier hinten unten in Dingens hier noch eine mitnehmen. Ne, die nicht. Die hier. Ist abgefeuert. Die kann ich auch nicht nehmen, ne? Die auch nicht. Die sind wahrscheinlich alle viel zu groß hier. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Da. Verdammt. Habt ihr noch irgendwo eine Holzplanke gesehen? Ah, ich bin auch ein selten dämlicher Trottel. Ich will jetzt nichts hören. Ja. Manchmal kann man sich's auch schwer machen, wenn es das gar nicht ist. Jetzt durchsuchen wir erstmal den Vogel hier. Der hat auch einen Schlüssel bei sich. Das ist gut, den nehmen wir an uns. So, ist das auch eine Tür? Die ist verschlossen. Die kriegen wir mit Sicherheit auf mit dem Schlüssel. Welcher ist es denn jetzt, der hier? Ja, sehr gut. Geht's hier noch weiter? Nein. Ein Fahrstuhl. Was hatte der denn jetzt bei sich? Den Schlüssel hatten wir doch schon. Das ist gar kein Schlüssel. Was ist das? Ein Anhänger? Eine Stempelkarte? Hat der Gleitzeit? Okay. Wollen wir da runterfahren jetzt? Jetzt? Wirklich? Wir fahren da runter, Leute. Aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge Let's Play Dragula 2. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.